So geht's schon los. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe das Zettelchen hier 1834 für einen Freund geschrieben. Wir wollten halt in unserer geheimen Gesellschaft der Menschenrechte Revolution nach französischem Vorbild anzetteln. Aber scheinbar ist das Thema ja auch knapp 200 Jahre später noch aktuell. Deshalb hat der Herr Sommer mich gebeten, das dem Kästchen hier nochmal zu erzählen. Also, ein paar Vorsichtsmaßnahmen, bevor es losgeht. Das Video hier nicht daheim aufheben, nur an Freund oder anonym weitergeben. Und falls Sie damit erwischt werden, haben Sie es nicht gesehen und wollten es gerade der Polizei melden, gell? Los geht's. Es sind 718.373 Einwohner im Großherzogtum Hessen. Das ist das Braune hier und die Farbe ist kein Zufall. 700.000 davon zahlen die Steuern, nämlich über 6 Millionen Gulden. Die arbeiten und der Fürst und sein Bagage, hier sind sie, die regieren im Namen des Staates. Aber wer ist denn der Staat? Doch wohl alle und nicht nur die paar Hansel von Hanseln, gell? Wofür werden jetzt die 6 Millionen Ausgeber? 1,1 Millionen kassiert das Innen- und Justizministerium dafür, dass sie ihr Beamtenersprat sitzen und euch nochmal abzucken, wenn ihr einen Stempel braucht. 1,5 Millionen kriegt der Finanzminister, um die Zecken zu engagieren, die euch aussaugen. Über 900.000 kriegt das Militär, damit eure eigenen Söhne euch zusammenschießen, wenn ihr gegen Ungerechtigkeit protestiert. Über 800.000 gehen an den Großherzog. Da ist er wieder. Das ist der Großherzog hier. Dafür, dass er von Gottes Gnaden Gewalt und Erpressung befiehlt. Im Namen des Großherzogs. Das ist auch nur ein Mensch. Der zieht genauso die Hose runter, wenn er aufs Klo geht wie ihr. Und wieso von Gottes Gnaden? In der Bibel steht, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber nichts vom Großherzog. Wo ist denn der deutsche Kaiser? Verdrängt von derer Bagage. Ganze 16.000 Gulden gehen an die Landstände. Und nicht nur die Summe, sondern auch das bissische Parlament ist ein Witz. 1789 haben sich die Fürsten das erste Mal in die Hose geschissen, als nämlich die Franzosen den Mumm hatten, ihren König vor die Tür zu setzen und ihr Recht zu fordern. Und 1830, vor 4 Jahren, als die Franzosen nochmal König abgesetzt haben, haben die Fürsten uns vor Angst der Brücksche Freiheit hingeworfen, die Landtage lächerlich. Du kannst nur gewählt werden, wenn du reich bist. Der Landtag darf kein Gesetz beschließen, nur drum bitten. Die ganze Macht bleibt beim Herzog. Ja gut, als der Herzog sich eben mal 2 Millionen Gulden hat schenken lassen wollen, da haben sie es verhindert. Aber das hätte ja auch einen Aufstand gegeben. Von Gottes Gnaden, da könnte ich mich so drüber aufreden, Genossen. Hier, die 30 deutschen Tyrannen, das ist ja ein Flickenteppich, das deutsche Reich. Das ist ein Teufelspack. Der Bayer zum Beispiel, wie heißt der? Horst. Nee, Ludwig. Von wegen christlich, das ist ein Gotteslästerer. Ihr, meine Freunde, ihr habt nix, ihr dürft nix, ihr seid nix, aber irgendwann ist Schluss. Guckt mal, wie viele ihr seid und wie viele die sind. Im Großherzogtum 700.000 zu vielleicht 10.000. Und im Rest von Deutschland das Gleiche. Deutschland ist ein Friedhof. Steht auf, aber nicht als Zombies, sondern um euch von den Zombies zu befreien. Für unsere Kinder. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. So, das wollte ich jetzt mal euch, meinen Freunden von 1834, sagen. Vielen Dank. Jo, bitteschön. Aber wenn es euch 2017 auch so geht, dass die soziale Schere immer weiter aufgeht, dann fragt euch mal, ob das so gerecht ist. Wenn ganz viele schwitzen und sich ein paar Hanseln die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ob jetzt von Gottes Gnaden oder im Namen des Kapitals. Und das, liebe Gemeinde, war der hessische Landbote von eurem Schosch Büchner. Vielen Dank.